Sind Sie draußen? Ja. Ich will mit Ihnen sprechen. Die Lautsprecher an. Phil, Orin. Könnt ihr mich hören? Antwortet. Hier ist Orin. Ich höre dich. Phil. Ja, ich höre. Laut und deutlich. Sag mal den Spruch von der breitblättrigen Linde auf. Orin fängt an. Die Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt leicht ab. Phil? Die Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt leicht ab. Die abbröckelnde Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt leicht ab. Leicht bröckelt die abbröckelnde Rinde der breitblättrigen Linde ab. Geben Sie mir das Mikrofon. Phil, wie hoch ist die Temperatur? 78 Grad. Innen 26. Sehr behaglich. Kommt, macht jetzt weiter mit dem schönen Spruch. Die Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt ab. Die abbröckelnde Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt leicht ab. Leicht bröckelt die Rinde. Die Rinde der breitblättrigen Linde. Orin! Orin, hörst du mich? Er scheint zu kollabieren. Phil! Orin ist in Gefahr. Kommen Sie ihm zu Hilfe. Phil, hören Sie mich nicht. Kommen Sie! Phil, antworten Sie. Kommen Sie, Phil. Mach du weiter. Dranbleiben. Phil, kommen Sie. Sprechen Sie. Phil, Phil, hören Sie mich. Das war auch höchste Zeit. Doc, riskieren Sie das nicht. Es ist zu heiß da draußen für diesen Anzug. Orin hat schon vorgearbeitet. Er hat die Stelle ausgesucht. Ich brauche nur schnell hin und zurück zu schwimmen. Nur los, machen Sie schon. Wir müssen uns beeilen. Bereit machen, um Phil und Owen aufzunehmen. Kommen Sie, Maggie. Craig, sehen Sie doch, Doug ist rausgegangen. Doug, Doug! Gehen Sie mal her, Doug! Moment mal, er hat ja überhaupt kein Funkgerät. Halt, warten Sie einen Augenblick.